Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, der Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und liebe Schütze, ich heiße dich hier an meinem Tisch in meiner kleinen Daisy hier. Ja, ganz herzlich willkommen. Ja, wenn du noch nicht weißt, wer ich bin und warum ich tue und was ich dir alles anbieten kann, dann findest du alles unten in der Videobeschreibung, lieber Schütze. Ich bedanke mich hier auch schon an einen kleinen Thanks, an eine Spende von Herz zu Herz für mich und meine Daisy, mein Leben hier im Bus auch, auf meinen Reisen, wo ich auch ganz, ganz viel Heilarbeit tue für das Kollektiv und für die Gebiete dort auch, die Gewässer und die Wälder, einfach wo ich fühle, mich die Göttin oder die aufgestiegenen Meister hinrufen, um Arbeiten zu tun. Ab Januar habe ich eine ganz neue Webseite, auch einen ganz neuen Mitgliederbereich, wo ich euch ganz viel mehr über mich persönlich, meine Arbeit, mein Wesen, meine Reisen, meine Hintergründe. Wir werden eine wunderschöne Bildergalerie in die Webseite machen und im Mitgliederbereich hast du die Möglichkeit, auch ganz, ganz viel mehr mit mir persönlich in Kontakt zu treten und auch mit der Priestergruppe, die ich habe, und so weiter. Ab Januar wird alles ganz, ganz neu und frisch für dich gestartet. Du kannst mich sogar über die Webseite direkt eine Session, eine Ausbildung oder einen Workshop mit mir buchen, lieber Schütze. Schau also da mal ganz, ganz gerne dann im Januar hinein. Ich tue es schon mal vorankündigen. Und wie vorangekündigt, werde ich nun dir einen kleinen Jahreseinblick in dein Jahr 2025 geben. Und ich werde den Meister auch wählen, der zu deinem Strahl und deinem Sternzeichen gehört. Der aufgestiegene Meister des blauen Strahls ist der Meister El Moria und dazu gehört auch Erzengel Michael. Lass mich mal ganz kurz hier die Heizung ausschalten. Einen Moment bitte. Ja, so, da bin ich wieder. Diese beiden Energien lade ich hier ein in die Daisy, in deine Legung hinein und ich werde einfach ein Medium sein und ich werde im Namen von El Moria oder Erzengel Michael zu dir sprechen, als ein Master Medium heute mal. Im Namen mit der ganzen Kraft meines Herzens und dass ich bin. Dass du hier in die Schützenlegung kommst und dass du mir die Worte übermittelst, die ich dem Schützen geben soll für das Jahr 2025. Was sind seine Themen, bitte? Was sind seine Themen? Schütze 2025. Ja, Schütze, deine Themen sind auf jeden Fall ein Neuanfang. Das wird wahrscheinlich schon, ich werde das zeitlich ein bisschen auch machen. Hier ist die Frühlingszeit, Winter-Frühlingszeit kommt hier und es wird für dich, ups, daran. Ja, warte. Definitiv ein Wechsel anstehen, das könnte mit den Störchen, aber auch eine Schwangerschaft sein. Etwas ganz Neues wird beginnen. Du siehst hier zwei Störche. Es könnte mit deinem Partner sein oder mit deiner Familie. Der Storch ist ein Familientier und bedeutet auch mit der Familie einen Neuanfang zu starten hier. Das könnte auch ein Wohnortswechsel sein. Definitiv wirst du hier eingeladen. Das wird wahrscheinlich Ende in der Gegenfrühlingszeit sein, wo du irgendwo eingeladen wirst, lieber Schütze, und eventuell oder ein Gespräch haben wirst, ein Vorstellungsgespräch. Hier haben wir nämlich mit dem Anker die Arbeit. Ja, also für dich wird Frühlingszeit eine Zeit der Neuanfänge sein, des vielleicht auch ins Ausland ziehen, ja, ins Ausland gehen. Du wirst eingeladen und du machst dort vielleicht auch irgendeine
Arbeit. Der Frühling startet für dich also schon mal relativ abenteuerlich. Ja, genau. Und auch hier, du sollst hier mit dem Fuchs clever sein, diplomatisch sein. Aber auch schauen, dass man dich hier, was vielleicht diese Arbeit betrifft, auch nicht unbedingt ausraubt, nicht wahr? Ein Dieb in der Nacht kann er ja auch sein, der Fuchs. Aber der Fuchs ist auch ein Schutztier der Göttin selbst. Ich fühle hier zu sagen zu dir, dass du sehr gut behütet bist in dieser Zeit. Ja, aber dass du hier auch ein bisschen deine Schlauheit einbringen kannst und auch schauen, eben, dass man dich hier vielleicht nicht allzu fest übers Ohr haut oder dich deine Gutmütigkeit, liebe Schütze, weil du hilfst einfach auch sehr gerne, hier definitiv nicht ausnutzt. Ja, wir kommen in die Sommerzeit für dich, lieber Schütze. Sommer, Emoria. Sommer, bitte. Schütze. Wir haben den Turm. Den Schlüssel. Ja, du wirst einen Durchbruch haben. Ja, und ein Ende. Mit dem Tod hier. Das ist Schicksal. Irgendetwas wird sich beenden. Für dich, lieber Schütze, gegen Sommerzeit, Ende Frühling, Sommerzeit. Du hast den Turm, du wirst dich befreien von etwas. Aber etwas Positives, beziehungsweise es ist eigentlich etwas, was du dir schon ein bisschen gewünscht hast, dass du aus einer Situation, es könnte eine finanzielle, eine gesundheitliche, eine berufliche, es könnte eine materielle Situation sein oder eine Familien- oder Beziehungssituation, wo du hier einen Turm erleben wirst, ein Aha-Moment, einen Durchbruch bekommen wirst. Du wirst dich hier aus dem goldenen Käfig befreien. Ja, siehst du? Und da drin liegt nämlich die rote Rose, die Liebe. Ja, die Liebe ist frei. Man muss sie freilassen. Aber ich sehe, du wirst hier einen sehr positiven Durchbruch haben gegen die Sommerzeit zu. Und dieses Geschehen wird hier zu einem noch einmal Neuanfang. Du wirst etwas Altes beenden, einen alten Zyklus, vielleicht hier auch mit diesem Wohnortswechsel oder vielleicht kommt hier eine Schwangerschaft oder ein Partner oder eine Reise auf dich zu. Auf jeden Fall wird das definitiv mit dem Tod hier, wird das ein Ende eines neuen Lebensabschnittes für dich bedeuten. Das könnte in schriftlicher Form für dich kommen, weil ich habe hier den Brief und das Kreuz. Das Kreuz bedeutet immer Schicksal. Das aber auf einer positiven, also ich muss es jetzt mal so sagen. Es könnte auch sein, mit dem Kreuz in einer solchen Kombi, mit dem Tod. Ich will hier nicht irgendetwas suggestieren, aber es könnte sein, dass hier vielleicht auch ein Mensch aus dem Familienbereich vielleicht sterben wird, einen Körper ablegen wird, ja, mit Schicksal und dem Tod und einem Brief. Du wirst vielleicht davon erfahren. Das muss aber nicht sein. Es kann auch sein, Schütze, dass du dich hier selbst einfach von einem schweren Schicksal befreien kannst hier, ja, eine schwere Situation, die du vielleicht hattest, vielleicht auch eine Krankheit, könnte hier auch der Fall sein. Du wirst das erfahren, in Neuigkeiten bekommen, vielleicht gar in schriftlicher Form. Das kann aber auch etwas wunderbar Positives sein, das heißt, dieser neue Lebensabschnitt hier, der im Prinzip schon im Frühling beginnt, ja, ist Schicksal. Da gibt es nichts zu ändern und zu rütteln. Ja, genau. Elmoria, es ist sehr, sehr stark. Er gibt dir sehr viel Kraft und Selbstvertrauen aus, fühle ich. Aber was er auch zu dir hier sagen möchte, ist, dass du den Weg nicht zu fest switcht. Ja, dass du wirklich geankert bleibst, verwurzelt bleibst, lieber Schütze, weil manchmal bist du eben auch du bist ein Fluchttier, ja, und wenn dir eine Situation vielleicht zu anstrengend wird oder
zu langsam vor sich geht oder dich vielleicht zu viel Selbstarbeit an dir selbst auch kostet, ja, dann flüchtest du. Ja, du magst die Freiheit, die gehört auch zu dir. Aber El Moria möchte dich hier auf jeden Fall bitten, dass du lernst, auch mal in der Situation zu bleiben, ja, und dich zu fokussieren, ja, genau, und nicht dich zu fest zu verzetteln und zu schnell die Flucht ergreifen, wenn dir jetzt etwas vielleicht, wenn es für dich vielleicht nicht sofort stimmig ist. Das fühle ich jetzt super, super stark, auch heraus, dir das sagen zu müssen. Ja, siehst du? Weil diese Geduld oder diese Arbeit mit dir selbst oder diesen Fokus, den du da hast, diese Idee, es muss sich ja auch irgendwo verankern. Ja? Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber schau mal, Herbstzeit, die Sonne geht auf, Wunschbrunnen, was auch immer du hier vielleicht manifestieren wolltest oder hast. Wunschbrunnen, Sonne geht auf, der Bär. Also definitiv, der Bär ist eine sehr machtvolle Karte. Das kann eine Person in deinem Leben sein. Oft, witzigerweise, würde man sagen, der Bär wäre männlich, aber das ist nicht immer so. Der Bär ist eigentlich eine sehr weibliche Energie. Es ist auch das Tier der Göttin. Und ich weiß nicht warum. Du hast irgendeinen Wunsch an die Göttin, an die neuzeitliche Göttin. Du hast etwas gewünscht hier. Schau, die Sonne, der Wunschbrunnen und die Göttin schaut genau in den Wunschbrunnen hinein. Hier im Herbst wird dir ein Wunsch erfüllt. Er wird in die Materie kommen. Warum habe ich gesagt, gedulde dich ein bisschen. Geh nicht so schnell. Flüchte nicht so schnell, Schütze, weil die Zeit hier auf deiner Seite steht. Was auch immer du dir wünschst, Herbst ist für dich die Erntezeit dessen. Was wünschst du dir, Schütze? Was? Oh, vieles. Das ist gut. Das dürfen auch mehrere Wünsche sein. Siehst du? Handelt sich hier um eine Frau vielleicht? Eine reifere? Muss nicht, kann auch eine männliche Energie sein, aber du wünschst dir hier etwas vielleicht mit einem Menschen, mit einem Partner. Vielleicht. Genau, ja, bist du hier noch nicht ganz sicher gewesen oder hast noch nicht ganz durch diese Person durchgesehen oder durch die Situation mit den Wolken? Vielleicht arbeitest du hier auch an dir selbst, an deiner eigenen Reife, lieber Schütze, weil das ist, wie gesagt, das ist eine gereifte Person. Und wenn sie in Kombi ist mit der Bärin, dann ist das eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche, machtvolle, wunderbare, schützende und warme Energie. Ja, der Bär steht auch für Herzenswärme. Und solltest du dir einen Menschen mit diesen Qualitäten, der ein Sonnenkind ist, die Sonne in sich trägt, ja, richtig die Energie der Göttin selbst auch in sich trägt, ein Regenbogenkrieger, solltest du dir so einen Menschen hier gewünscht haben, ja, der ist in deinem Leben. Und wenn noch nicht, dann wird der 2025 definitiv kommen hier. Und wir wollen sehen, wie es in der Winterzeit für dich wird. Ja, Gesellschaft, Geselligkeit ist dort angesehen. Gesagt, es wird eine Entscheidung geben. Nicht diese. Ja, habe ich jetzt gerade gefühlt. Ja, voilà. Es wird in der Winterzeit eine gesellige Zeit werden, aber auch eine Zeit, wo du viel in der Natur sein wirst oder du wirst in die Öffentlichkeit treten. Wirst vielleicht eine öffentliche Person werden oder etwas öffentlich tun. Du eröffnest vielleicht einen Channel oder eine Webseite oder du wirst auf jeden Fall mit dem Garten hier in etwas Gesellschaftliches, in eine Community vielleicht auch eingeführt. Du gehst vielleicht auch irgendwo in einen Tempel und machst Dienst oder was auch immer du tust. Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die du planst hier auch, lieber Schütze, mit dem
mit der Treppe und dem Kompass. Also es gibt zwei Wege, du wirst dich für einen entscheiden. Der Kompass zeigt auch oftmals, dass man eine Reise wieder plant. Vielleicht gehst du tatsächlich über den Winter auch mal wieder weg. Und auch hier lacht er im Prinzip das Glück schon entgegen wieder. Das ist ein fantastisches Jahr, lieber Schütze. Wirklich in Sachen Arbeit oder auch solltest du ins Ausland gehen wollen, in Sachen Reisen, gesellschaftlich und vielleicht sollte hier dich eine Situation im Sommer, Ende Frühling, Sommer belastet haben, wird sie sich hier für dich lösen. Gut, jetzt lächelt der Morial und sagt, ich soll noch kurz eine Karte ziehen, geben dir für allgemein. Das ist ein Jahr, wo du die Dinge sehr gut unter die Lupe nimmst, hier mit der Lupe, das sehr gut hier mit dem Fuchs. Du gehst vielleicht über Finanzen, vielleicht willst du hier auch ein Haus verkaufen, was auch immer. Auf jeden Fall wird dir ganz, ganz vieles gelingen, indem du auch ein bisschen Analyse betreibst. Ja? Beruf, Finanzen. Ja, aber umgekehrt habe ich die Mäuse, das heißt hier, ja, kommt endlich auch mal wieder ein bisschen Geld hinein, schau einfach wirklich darauf, lieber Schütze, dass du dich hier nicht berauben lässt. Mit den Füchslein und den Mäusen, sie lagen aber umgekehrt, ich soll es auch so deuten, aber sei nicht zu großzügig oder schau, dass die Arbeit, die du tust, auch entsprechend belohnt wird. Ja? Sachen Liebe, Beziehung. Ja. Liebe Beziehung der Baum. Also du hast hier definitiv einen Seelenpartner. Dieser Partner ist stabil, treu, er ist fix in deinem Leben. Du siehst den Regenbogen. Ja, und ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl, dass bei euch bald wunderbare, reine Sinnlichkeit hier mit den Lilien. Das ist eine sehr reine Energie, das ist Sinnlichkeit und Liebe von der 5D her auch. Schau mal, und das wird sich für dich manifestieren. Solltest du dich also besorgt haben um deine Beziehung, das wird sich ändern. Das wird eine Sonnenbeziehung werden. Und er bringt hier 5D, 3D zusammen. Weil irgendwie höre ich da schon fast witzig Hochzeitsglocken läuten. Vielleicht hast du es hier sogar mit deinem Twin zu tun. Ihr werdet auch, wenn ihr ein Haus wollt oder einen Platz, wo ihr stabil miteinander etwas aufbauen könnt, ihr werdet das finden. Ja? Aber auch diese Karte heißt, dass man zusammen eine wunderbare Arbeit machen kann, ein eigenes Geschäft haben kann. Aber es sagt auch, ja, in dieser Beziehung bist du zu Hause. Amen. Lieber Schütze. Wow, was für ein fantastisches Jahr. El Moria hat dir hier grandiose Energie gegeben. Hab ein bisschen Geduld, genau noch, weil du würdest es bereuen, wenn du hier ungeduldig wärst. Lieber Schütze, ich wünsche dir alles, alles Liebe, guten Rutsch ins 2025 und schau dir dort dann bitte, bitte ganz gerne meine Webseite und den neuen Mitgliederbereich an. Ich liebe dich von Herzen. Bye, bye. Ooh.